Selten war das Teilnehmerfeld derart hochkarätig. Beim 9. internationalen Stab Hochsprung-Meeting in Rottach-Egern waren insgesamt 11 von 13 Teilnehmern Olympioniken. Dementsprechend spannend versprach der Wettbewerb zu werden. Fast kein Springer schied aus. Von 13 Teilnehmern übersprangen noch 7 eine Höhe von 5,70 Meter. Eine tolle Veranstaltung, wie in den ganzen letzten Jahren auch. Ich habe es eben schon mal gesagt, es ist großartig zu sehen, was hier so gewachsen ist in den letzten Jahren am Tegernsee. Die Veranstaltungen sind inzwischen die viertbeste Veranstaltung dieser Art in ganz Europa. Das ist für die Springer eigentlich was ganz Tolles, ist, dass man die Zuschauer mal so nah dran hat, weil das kennt man nicht aus dem Stadion, da sind die Zuschauer eher weit weg und das bringt eine ganz andere Art von Stimmung. Also es ist für die Springer genauso ein Erlebnis, wie es auch für die Zuschauer ist, wenn man sich hier mit den Leuten unterhalten hat. Viele sagen dann, oh, ich habe mir das Stabhochsprung so überhaupt nicht vorgestellt, ich kannte das nur aus dem Fernsehen oder ich habe es vielleicht mal irgendwo im Stadion gesehen, saß da weit weg. Also das macht eigentlich den Reiz der ganzen Sache aus. Es ist selten, dass 3 der 4 Erstplatzierten der Weltrangliste aufeinandertreffen. So kurz vor den Olympischen Spielen will da keiner Schwäche zeigen. Zwar wurde der Meeting-Rekord von 5,83 Metern nicht getoppt, dies tat der Stimmung an der proppervollen Ufermauer aber keinen Abbruch. Bis tief in die Nacht wurde gefeiert. Man merkte, hier lag der Hauch von Olympia schon in der Luft.